Beliebige Begrüßungsphrase und willkommen auf dem besten Channel auf YouTube, habe ich früher auf dem aktuell stillgelegten Robin Lusterafu-Kanal zu sagen gepflegt. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch daran, damals, als es in Deutschland noch Schnee gab. Das ist so leicht gefrorenes Wasser, das vom Himmel fällt. Klingt komisch, ist aber so. Wie dem auch sei, bis auf Weiteres lade ich, wie schon einmal angekündigt, auch auf Nosterafakt hoch, was ich früher unter der Robin Nosterafu-Flagge in den virtuellen Äther geblasen hätte. Geblasen! Also gewöhnt euch am besten an diese Art der Videos, denn sollte ein ApoRed mal wieder einen Prank faken oder ein Leon Mascher behaupten, er sei der King of Pranks, und ich das Gefühl verspüre, darüber ein Video machen zu müssen, dann wird das hier stattfinden. Doch genug der Einleitung, im Folgenden soll es erstmal darum gehen, etwaige Verwirrungen rund um das Konstrukt Nosterafu TV zu entwirren. Fangen wir am besten vorne an, damit wir hinten aufhören können. Ich habe zwar schon 2006 das ein oder andere Video gemacht, aber die ersten Werke unter dem Banner Nosterafu TV sind um 2009 entstanden. Damals, wie heute, habe ich ganz gerne mit meinen Kumpels einfach ein bisschen Scheiße gebaut. Aber als ich im Rahmen meiner Seminarfacharbeit eine HD-Kamera gekauft habe, stieg die Lust dann doch ins Unermessliche, den ganzen Unsinn auch mal zu filmen. Hier im Bild sehen wir mich, Nils und Kalle. Wenn ich an Nils denke, ist nach wie vor direkt eine Hand in meiner Hose, aber trotzdem haben wir heutzutage nicht mehr so viel miteinander zu tun. Kalle ist immer noch ein fester Bestandteil und wenn ich fest sage, meine ich mein Glied beim Gedanken an ihn. Zusammen haben wir drei in der Anfangszeit ohne großes Konzept ein paar stumpfe Videos gemacht. Dann erst kam unser Retirement-Home-Prank, den ich aus heutiger Sicht schon etwas fragwürdig finde. Aber kackt euch nicht ein, wir haben die Leute außerdem zu Halloween besucht und mit ihnen geredet und sie haben sich darüber immer sehr gefreut. Wie dem auch sei, bis zu diesem Video haben wir nie darüber nachgedacht, gezielt Prank-Geschissel mit Konzept zu machen, sondern haben eher mehr sinnlose Stunts gemacht. Da YouTube und die GEMA nach all der Zeit des gegenseitigen Schwanzvergleichs endlich eine Einigung gefunden haben, kann ich diese Videos auch endlich wieder hochladen, ohne dass sie aufgrund der darin enthaltenen Musik deutschlandweit gesperrt werden und mir der Kanal um die Ohren gestrikt wird. Morgen gibt es also zwei Re-Uploads und übermorgen dann nochmal zwei. Ich denke, ein paar von euch kennen selbst diese uralten Schinken, aber sie gehören einfach in die Sammlung. The Lost Tapes. Außerdem Scheiß auf Urheberrecht, wa? Aber genug aus der Vergangenheit. Viele Jahre und Flüchtlinge sind seit damals ins Land gegangen und wie wir uns nach und nach videotechnisch verändert haben, könnt ihr halbwegs chronologisch auf dem Hauptkanal zurückverfolgen, wenn ihr das denn wollt. Wer ist Nosterafu TV denn heute? Ein super festgelegtes Team in dem Sinne gibt es nicht. Weil ihr Assis nicht genug Kohle über Patreon spendet, um das alles zu bezahlen! Also, zunächst einmal ist da ein gewisser Robin Nosterafu, der unter seiner diktatorischen Fuchtel alle Kanäle sowie den Videoschnitt verwaltet. Ohne ihn geht gar nichts, mit ihm noch weniger. Er sagt meistens, was, wie, wo gefilmt wird und blamet immer die anderen, wenn etwas schief geht. Dabei lässt er sich, an Tagen, an denen er mal halbwegs gut gelaunt ist, von Kalle K., seines Zeichens Sexsymbol und Mr. Universe 2022, auf die Finger schlagen. Wenn Kalle gerade mal nichts anhat, dann ist er nackt. Kennengelernt habe ich ihn in der 7. Klasse bei einer Projektwoche. Im Capoeira-Kurs haben wir uns die wildesten Jingas, Kukurinas und Harus entgegenperformt. Und weil er diese Momente so nostalgisch betrachtet, hat er seit ein paar Monaten das Experiment gestartet, seine Haare so lang sprießen zu lassen, bis er einem brasilianischen Buschkampftänzer gleicht. Er ist in den letzten Monaten weniger zu sehen, weil sein Studium und das Hochschlafen bei anderen YouTube-Stars ihn immer wieder aus unserer Heimatstadt Weimar zieht. Manche munkeln sogar außerdem, er würde neben all seinen Projekten auch noch Musik machen, aber garantiert nicht so erfolgreich wie das dritte, euch sicherlich bekannte Gesicht. Herodes Armler. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, das kommt raus. Wer ihn als One-Hit-Wonder bezeichnet, der hat zwar recht, aber ist dann halt scheiße. Denn mit so einer lapidaren Aussage diskreditiert man den Ohrwurmfaktor sämtlicher anderer Songs, abseits der uns so wohlbekannten Hacker-Hymne. Sonic Lost World, es gibt so viele Dinge. Sonic Lost World, hol möglichst viele Ringe. Mario Kart, fahr an die Wände, Mario Kart, ohne Geländer. Assassin's Creed 4, über die Macht des Meers wegsetzen. Assassin's Creed 4, mit der Klinge Leute verletzen. Ich möchte seine Performance vor der Kamera nicht schmälern, doch ich kenne keinen besseren Mann vom Fach hinter derselbigen. So hat er zum Beispiel eine revolutionäre Aufnahmetechnik ausgearbeitet, mit der er sich selbst und das actionreiche Geschehen gleichzeitig einzufangen vermag. Jetzt gibt's Beef. Jetzt gibt's Beef. Gib mir alles. Was? Nicht ein. Alles. Bist du normal oder was? Oh, oh, oh. Gib mir das. Warum? Oh, Hilfe! Ich hab übrigens Angst. Hilfe! Hilfe!
Des Weiteren hat er ein narrensicheres Verfahren entwickelt bei einem Prank, der das Umfeld zu sehr in Wallung bringt, wie ein Geist in der Menge unterzutauchen. Ich bin bereit! Und Sie hören auf zu fotografieren, sonst wo ist die Polizei? Haus jetzt hier. Ich kenne den Mann nicht, ehrlich gesagt. Und wenn er dann doch mal eine Aufnahme verhaut, entschuldigt er sich immerhin entsprechend. Es gab auch schwere Zeiten, wo ich gewackelt hab mit der Kamera oder was nicht drauf hatte. Du warst dann manchmal sauer und das tut mir leid. Dazu gesellt sich, wenn er dann mal Zeit hat, sein Bruder Jendrik. Beide sind übrigens zufälligerweise Cousins von mir. Das ist richtig gut gemacht. Jendrik, der aufstrebende Jungschauspieler, bereichert nicht nur Nostera Feedbacks mit seiner fachlichen Expertise. Okay, ich versuche das hier mit zusammenzuhalten, ja. Das Whopper. Mit dieser einen, also es ist halt... Nein, vor allem durch seine Sterbe-Performance in zahlreichen Videos hat er internationale Anerkennung bekommen. Ein kleiner Nosferatu-Running-Gag ist, dass jedes Mal, wenn jemand in einem Video vermeintlich sterben soll, auf das schauspielerische Talent des Jens zurückgegriffen wird. Dann haben wir da noch meine zwei Mitbewohner, die auch immer öfter mal vor und hinter der Kamera agieren. Zum einen ist das Maggie, selbst aufstrebende YouTuberin, die unregelmäßig mit Fingerspitzengefühl raffinierte YouTube-Kritik mit humoristischen Spitzen veröffentlicht. Tote Katzenbabys. Tote Katzen. Und Franz, der auf dem Hauptkanal weiterhin nur als Davis Schulz vorgestellt wird. Auch er hat einen YouTube-Kanal und malt leidenschaftlich Nacktbilder von mir und anderes, was ihr zum Beispiel auf seinem Instagram-Profil bestaunen könnt. Daneben gibt es aber auch immer mal wieder andere, die hier und da zu sehen sind, wie Franz' kleine Schwester Anna, das Energiebündel und Social-Media-Expertin, oder Dion, Heinrich und Peter aka Krüppel2Go, die als Zuschauer angefangen haben, aber sich durch kontinuierliches Stalken in unsere Herzen geschlingelt haben. So, jetzt seid ihr so richtig deep in der Nosterafu-Lore drin. Was wir machen, sollte hinlänglich bekannt sein. Der Hauptkanal wird weitestgehend pranklastig bleiben und auf diesem Kanal hier kommt auch weiterhin, auf was wir einfach so Bock haben. Wenn ihr uns feiert, solltet ihr in der Regel auch diese Videos feiern. Falls ihr noch Fragen habt oder vielleicht auch spezielle Wünsche, sehen wir uns wie immer in den Kommentaren, die ich wie immer ausnahmslos alle lese. Gehabet euch wohl.